Folge 33 und wir sind bei einer weiteren Pro-Challenge. WTF. Ja, wir haben das ja hier schon gesehen. Jeff Rowleys Pro-Challenge und die hat's in sich, denn wir müssen hier ein... Komisch, das ging... Scheiße, das war die zweite Aufgabe, die wir hätten machen müssen. Nochmal. Nein, wieder den 5-0, sorry. Und den No-Scrap, alles klar. Was? Nein. Falschen Schabit gemacht. Aber das war jetzt korrekt. So, und das Ganze jetzt nochmal mit dem gleichen Shovel, nur diesmal 5-0, alles klar. Jetzt ein Shovel und dann ein Rolling Dark Slide. Okay, das war die falsche Kombination. Klasse, den kennen wir ja von unserem Maul. So, was jetzt now? Inward Heel Flip on the Ledge und dann was für ein Crocked? Hey, war doch korrekt. Ja, jetzt hat. Okay, Inward Heel Flip und jetzt ein Overcrock. Schade, das war leider ein BS Overcrock. Jetzt ist es ein FS Overcrock. Und das Ganze jetzt nochmal in den Dark Slide. Kein Problem. So, Hard Flip. In ein Feeble. Und dann noch ein Kick Flip. Hardflip, Fieber, Kickflip. Hardflip to a Fieber on the light wire to a Kickflip. Was habe ich doch gerade gemacht? Hardflip, Fieber. Ah, ich darf keinen 360 Hardflip machen. Oh, doch, jetzt hat es gezählt. Okay, das gleiche jetzt nochmal. Hardflip into a Roll Dark Slug und Double Kickflip. Fett! Und jetzt was? Ein Casper Flip? In a Roll Dark Slide ein Triple Kickflip out. Wow. Also zack! Zack! Nein, das war nur ein Double Kickflip! Okay, vielleicht sollten wir mal ein Special aufladen. So, jetzt Casper Flip. Großartig! Großartig! Ah, das war herrlich. Und die Pro-Challenge geschafft und viel Spaß beim Video jetzt. So, basically, when you got this, we kept me and Ed came in last night. We already carried 10 sheets of bleed and ply off onto the roof. And what we gotta do now is friggin' well drill them on. Well, it should probably last about 15 minutes when we skate that before we get the bleed more kicked out as usual.
Und das war's. Joss Pro Skate Video und wir sind mit der Pro Challenge in London, zumindest für den ersten Teil, fertig. Und wir kommen zum nächsten Skater. Nur noch 10. Und es geht weiter mit Andrew Reynolds. Let's go. Okay. Seine Pro Challenge ist in San Francisco. Da waren wir auch noch nicht, was Pro Challenges angehen. Ich bin sehr gespannt. So, die steht da hinten, die Pro Challenge. Nicht zu übersehen. Flip this! Drop the fucking hammer! Andrew Reynolds constantly amazes with his ability to conquer any gap. Whether it's massive stair set, monster gaps, or simply taking a pyramid ramp to the floor, Andrew can take it all. Hey yo, Drew! We're all set up for these photos! These could be the biggest gaps you've ever hit, man! Warm up Ollie in the gap, and then we'll get a photo of each trick. If your knees don't blow out, your back definitely will. So, gap the pier, kein Problem. Geiler Scheiß. Und jetzt ein Double Kickflip drüber. Das waren aber nun wirklich nicht die härtesten Gaps, die ich je gemacht habe. Ganz im Gegenteil. Die von Elisa wird wohl keiner mehr toppen. Now gap the overhead Wattfinding. Ah, ich verstehe. Speed aufbauen und rüber. Naja, war ganz nett, aber mehr auch nicht, ne? Aber vielleicht kommt ja wirklich noch der Hammer. Get the Fountain. Woohoo! Oh lol, das hat gar nicht so wirklich gezählt, aber okay. Schade, das war ein Triple Kickflip. Aber das zählt auch. Finde ich okay. So, und jetzt müssen wir noch in die Bowl reinjumpen. Auch das ist absolut gar kein Problem. Naja, diesen ist nicht wirklich fordernd. Gap over the street. Boah, das war ja wohl lächerlich. Achso, nee, doch nicht. Was? Ah, erstmal sammle ich mir das Geld hier ein. So, gap over the street. So? Ach, da. Ich bin wieder blind. So, ja, das sieht doch schon mal ein bisschen heftiger aus. Vor allem schaffe ich es nicht. Ah, jetzt aber lässig, ey. So, jetzt haben wir noch einen Double Kickflip drüber. Hallo? Wie kann man denn bitte davor abbrechen? Auch kein Ding. Und jetzt noch den Triple Kickflip. Aha! Zum Ende. Hallo, willst du mich verarschen? Und das war die Pro Challenge. Das bedeutet ein weiteres Video und ich wünsche ein weiteres Mal viel Spaß beim Gucken. When I skated when I was young, I'd see some sort of gap that I wanted to jump off and something would just come over me. I just have to go fly down it and get hurt or do it and feel good about doing it. It never really bothered me to jump off things. When you're little, you don't really get hurt. You just fall on the ground, everything's fine. And I just got used to it. Sometimes, you know, I see things that kind of taunt me, and I'm like, I'm going to have to handle that one day soon. And it doesn't happen right then, but it'll torture me enough until I have to go do it. And I just look at it and try to think, like, what's the worst that could happen here, you know? And then I just go and jump off of it. There's no turning back, you know?
Und das war Reynolds Pro Video. Und wir sind fertig und begeben uns zu den letzten neuen. Yo, yo, what's the deal? Es geht weiter mit Chad Muska. Word up, I'm ready, son. Alles klar, Bro. Und auch seine letzte Challenge ist in San Francisco. Und die ist hier oben, da wo er selbst in einer Aufgabe stand, wer sich erinnern kann. Tja, ein Musikproduzent. Trick out the beats. Time for some scratching. Chad Muska is both an accomplished pro skater and musical artist. Through his Muska Beats label, he offers a fresh take on hip-hop music. For Muska, the two worlds of skating and music are inseparable. So, you want to make an album with us? Well, we're gonna have to hear some beats first. Nail tricks and combos to increase your beat meter. Don't bail. Nail 8 beats, and we got us a deal.